Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind Level 43 und letztes Mal ja sehr stark gewesen, immer noch deathless. Das ist schön, dass das zu sehen ist. Und dass Tote nicht zu sehen sind, weil ich interessiere mich nicht für Tote, ich interessiere mich für Überlebungen. Sollte stehen. Ja, sie haben diesen Boss überlebt, diesen mit einem HP oder so überlebt, wenn es ganz knapp wurde oder so. Treasure, aber ich will keine Tote sehen. In jedem Spiel steht, du bist so viel mal gestorben und so viel mal. Ach, bei Path of Exile kann man so einen Comment eingeben, wo es steht, aber da war es auch recht gut, dass es nicht zu sehen ist. Ich sterbe halt manchmal. Ich kann nicht die ganze Zeit grinden, damit ich so zäh bin, dass ich nicht sterben kann und so weiter. Ich muss das Spiel genießen können, deshalb auch sterben. Nur wenn man dann eben wieder sieht, wie oft man gestorben ist, dann ist man so depriv. Ja. Also. Gut. Wir müssen jetzt Sigins Combat suchen. Und find Alric hier. Ah, such die Zeichen des Kampfes. Ja. Erfolge den. Ja, genau. Folge den Zeichen des. Das ist so kompliziert zu übersetzen. Des Kampfes. Und was sind die Zeichen des Kampfes? Einfach Schlacht, also von der Schlacht. Die verschiedenen Objekte, damit ich den Alric finde. Ist das schwer. Ich habe gestern, ja, recht lange geleistet, also so 5 Stunden, und habe gemerkt, ich kann einfach nicht weitermachen. Weil ich wieder extrem an Stress leide. Und Stress kann ich nicht so gut abbauen. Also, ich merke einfach, dass ich dann nicht so gut gamen kann, weil ich nicht immer, ja, Stress einfach klarkomme, dass der Körper einfach zu sehr unter dem Stress leidet, nicht das Gehirn. Also schon ein bisschen auch das Gehirn, aber einfach diese Überanstrengung geht nicht weg, oder? Dieser Warnmodus. Und das liegt einfach daran, dass ich da nicht so viel Cortison, also Hydrocortison, sind einfach die Medikamente, die dagegen helfen, also ein bestimmtes Cortison oder so, dann nehmen muss, und nach einiger Zeit ging es gut, aber ich war todmüde dann. Also konnte ich gestern gar nicht so lange leisten. Das ist ein bisschen schlecht, weil eben eigentlich, ja, sollte ich immer an genügend Medikamenten, also Medikamente nehmen können, damit ich das einfach ein bisschen aushalten. Aber ja, jetzt habe ich auch Roblox gespielt mit Wild West und so Sachen. Also einfach Spiele nerven können, weil sie alle erschießen können. Und das ist das Blöde, dass das Recht mich gestresst hat dann. Und dann plötzlich hat mir, ja, zum Aufhören gezwungen hat. Schau ich, dass ich heute eigentlich den ganzen Tag ein bisschen livestreamen kann. Zum Ausgleich wieder, weil ich brauche euch einfach. Ihr seid so eine tolle Community während dem Livestream. Auch wenn, ja, auch mit den YouTube-Videos für die Leute, die auf YouTube bleiben und so weiter. Mega schön, oder? Und ich brauche es einfach. Nur kann ich halt einfach, weil ich noch Sport mache meistens oder einfach nicht so gesund bin und dann wegen der Mittelohrentzündung, die immer noch irgendwie ein bisschen cool ja, ist, ja, einfach nicht so viele Videos machen kann. Also, wenn ich dann wieder mehr Zeit habe und so, kann ich gerne wieder mehr Parts machen pro Tag, aber einen Last Epoch Part muss ausreichen momentan, es geht einfach nicht mehr. So, wir haben mit ihm geredet kurz. Weil es auf Englisch ist und das nicht so gut lesen kann und das übersetzen kann, tue ich das einfach überspringen. Wenn es auf Deutsch ist, tue ich es nicht überspringen. Aber solange Last Epoch nicht auf Deutsch ist, das bringt mich nicht so zum Vorlesen und alles mögliche, ist vielleicht euch auch nicht so, für euch auch nicht so interessant. Ja. Also das Problem ist ja einfach, dass ich da natürlich ein bisschen Handicaps habe. Aber eigentlich sonst geht's. Wenn ich Medikamente nehme, dann geht's. Und das Problem liegt einfach daran, dass es halt extrem bei Livestream ist. Fußball, ne, kann ich Stress haben. Bei Livestreams habe ich irgendwie so einen Stress, wo ich einfach nicht klarkomme mit. Und da müssen einfach die Medikamente helfen. Und die sollen nicht so gut wirken oder so, dann habe ich dieses Problem, dass ich, ja,
eben die Sachen nicht machen kann. Weil ich mache ja so gerne Sachen für Community. Weil ich weiß, dass die Leute meistens ein bisschen angepisst sind, nicht gerade so den Spaß haben, den sie wollen, wenn sie Livestreams schauen. Und ich möchte die Livestreams und Videos so interessant wie möglich machen. Und da könnt ihr mir gerne im Feedback geben, wenn ihr ein bisschen Langeweile habt. Da müsst ihr mir schon fast Feedback auch noch geben, um es euch weniger zu machen. Ich muss ja die Langeweile weggehen, nicht für mich. Für mich, ich habe nie Langeweile. Eher keinen Bock auf ein Game oder zu viel Stress bei einem Game, dass ich das nicht mehr weiterspielen will oder so. Für einige Zeit. Und deshalb, ja. Möchte ich ja. Für mich ist es viel besser, etwas wünschen zu lassen oder etwas Neues zu erfahren, als in einem Game wieder Stress zu haben, weil ich es eben zu lange spielen muss. Ich habe nicht so viele Lieblingsspiele. Ich habe einfach alle gern. Ich habe alle Games gern, aber nicht so viele Lieblingsgames. Das Last of Us ist schon mit Abstand das beste, also das beliebteste Game. Nur muss ich es nicht spielen. Also ich muss nicht zwingend immer wieder Last of Us spielen. Außer eben, weil ich die Videos mache, dann spiele ich es immer wieder. Sonst hätte ich das auch schon lange mal wieder wahrscheinlich abgebrochen und hätte gewartet, bis die deutsche Version draußen wäre oder so. Ich bin immer am Warten, bis es bessere Updates gibt, wenn ich irgendwie nicht Bock habe, es gerade so weiter zu spielen. Und nicht, weil ich eben süchtig bin. Ich kann gar nicht gamesüchtig werden. Also ich kann schon gamesüchtig werden wegen den Features und so, weil es mich interessiert. Aber nicht so, dass mich das Spiel einfach gefangen hält und dann die ganze Zeit spielen muss. Das habe ich nicht. Ja. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht, aber Intelligenz ist was Wichtiger. Auf jeden Fall Spellslinger. Auch noch. So, jetzt geht ihr mal zusammen, damit ich euch besser treffen kann. Und du gehst außer Reichweite. Das sind immer die nervigsten Gegner, die ich kenne. Oh, etwas Neues, oder? Nein, das ist diese doofe Rüstung. Aber eben, die nehme ich nicht mehr mit. Also ich brauche die nicht auf Max-Qualität. Also scheinbar gibt es jetzt momentan ganz neues Step-Baden. Also jetzt noch nicht, aber dann wenn ich, also wenn das neue Update rauskommt, 0.7.8. Habt ihr ganz viel Auswahl und Lagerplatz. Das haben sie super gemacht, weil das war das Schlimmste in einem Spiel, das über Loot ist, einfach zu wenig Stash-Tap-Platz zu haben. Ist ja auch ein paar Perfekt-Sizer, dass die Leute das einfach kaufen müssen, dann übertreiben sie. Dann übertreiben sie mit dem Kaufen und das, da verdienen die Leute sehr viel dran. Ich habe ja auch schon 28 plus, weiß nicht genau wie viel, dass ich da ja auch schon viel zu viel Geld investiert habe in ein paar Verfechseln, oder? Jetzt momentan kann ich mich gar nicht einloggen, weil ich das Passwort nicht weiß. Muss ich natürlich das Passwort wieder zurück machen, zurücksetzen. Ja, das ist so kompliziert bei Parfofexel, weil ich da immer wieder etwas Neues eingeben muss. Je mehr ich irgendwo wegen einer blöden Einlog-Sperre... Jo, das ist ein neuer PC. Seit wann habe ich einen neuen PC? Oh, ich muss wieder das Passwort eingeben, weil der PC... Ich weiß, dass es noch der alte PC ist, oder... Ja, das Game nicht. Ich weiß, dass ich den alten PC immer noch verwende und die alte Location immer noch verwende. Ja, jetzt muss ich das Passwort wieder eingeben und das einmal pro Jahr oder so. Und dann weiß ich natürlich das Passwort dann nicht mehr. Weil ich auch immer wieder meine, ja, okay, jetzt muss ich wieder ein bisschen sicherer sein, wenn ich ein neues Passwort generiere. Und das ist so dumm. Ich hoffe, dass es bei Steam nicht passiert in nächster Zeit. Weil ich da die meisten Games habe. Aber wieso? Wieso machen die Entwickler da so Sicherheit mit Locations, wenn es doch immer wieder resettet wird? Als würde man immer wieder das Passwort wissen können. Und das nie angeben müsste. Oder? Ja, und das ist auch wieder die Sicherheit, oder? Weil da können alle Leute dann wieder Kontakt zum Passwort haben. Wenn man das immer lässt, oder? Müssen sie schon formal fast machen und dann muss ich wieder ein Passwort finden. Ja, okay. Also bei Path of Exile habe ich momentan wegen
nicht Steam. Using hat das Passwort im Server. Meine Passwörter sind sowieso immer anders. Das ist sicher auch immer groß bei mir. Also müsste ich eigentlich gar nicht immer wieder mein Passwort herausfinden müssen, weil ich einfach das gleiche Passwort machen könnte. Aber dann habe ich wieder das Problem, dass ich wahrscheinlich dann immer wieder merke, ja, ich bin zu unsicher und dann mache ich es wieder anders, das Passwort. Es ist ja wichtig, dass ihr wirklich reinkommt und andere nicht, aber wenn ihr das nach einiger Zeit nicht mehr wissen könnt, ist wieder das Problem, oder? Naja, das Problem habe ich immer wieder. Muss ich klarkommen, dann habe ich resetten. Ich weiß ja nicht, wie ihr das macht, aber wahrscheinlich habt ihr da weniger Sicherheit. Ich bin halt ein sicherer Mensch. Das Hacken kann man gar nicht vermeiden. Wenn jemand dich hackt und es schafft, dann bist du wieder, ja. Gut ist mir das hoffentlich, also noch nie passiert sozusagen, dass ich gehackt wurde, richtig. Meistens waren es irgendwie Webseiten oder Games, wo das irgendwie resettet haben. Ich konnte da nicht mehr einloggen. Aber gehackt wurde ich glaube ich noch nie und das will ich auch so haben. Also ja, einmal glaube ich in Gamigo und wegen Secret, wegen Champions of Regnum. Und das war eher ein Passwort. Fehler, dass ich das Passwort richtig angegeben habe, aber Fehler gemacht hat beim Erkennen, oder? Also wurde ich wahrscheinlich damals auch nicht gehackt. Aber eben, wenn man das Passwort eingibt und eigentlich nicht reinkommt, dann ist ja das Fehler an der Webseite, dann am Dingsystem. Und die E-Mail hatte ich ja damals auch nicht mehr so aktiv gehabt und deshalb habe ich es auch nicht mehr genutzt. Diesen Account genutzt. Ich bin ja gewechselt auf Gmail und hatte dann natürlich das so. Deine E-Mail habe ich auch wieder verloren scheinbar. Weiß ich nicht mehr. Also ist schon viel passiert und deshalb einfach sicher sein, dass ihr das Passwort wisst. Ah ja genau, die muss man abfangen. Muss man also verkehrt herumlaufen. Diesem zum Beispiel gehen. Ja. Ja, diese Worker. Watch. Okay, einfach verkehrt herumlaufen. Da kommt wieder der nächste. Also nie rechts abbiegen, wie man meint, müsste man, weil man am nächsten hat, diese Pfeil am nächsten ist, oder? Sondern immer auf die andere Seite gehen. Ja, da kommt schon der nächste. Weil wir immer im Gegen-Uhrzeigersinn laufen, immer gegen, also mit dem Uhrzeigersinn laufen. Genau. Ja. Spiel. Mir noch ein bisschen anspruchsvoll, obwohl ich eigentlich genug aushalte. Aber, ja, ich gehe einfach nur mal sicher, ich spiele jetzt momentan ein bisschen safe. Weil auf das Speed-Stil natürlich mit den Feuerbällen so eher auf vorsichtiger ist, oder? Man denkt, ja, man ist nicht so tanky. Ich muss mich natürlich immer wieder reinfinden. Ich spiele nicht jeden Tag mehrere Stunden, sondern nur eine Stunde oder eine halbe Stunde pro Tag. Ich muss mich immer wieder reinfinden, wissen. Das Spiel ist halt auch nicht gerade so extrem einfach zum Navigieren und alles mögliche zu merken. Viele Gegner sind halt sehr anspruchsvoll. Also einfach optisch anspruchsvoll oder so. Und dann habe ich immer das Gefühl, ja, die Gegner machen mit einem so starken Schlag oder so einfach zu viel Schaden. Nein. Also muss man doch weniger vorsichtig sein. Muss ich jetzt wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ja, jetzt haben wir jetzt länger Zeit kein neues Item, Unique mehr gefunden, oder Set Item. Es ist einfach, viele Gegenstände sind einfach viel zu häufig. Und andere sind viel zu selten.
Also mit diesem Bild möchte ich jetzt eigentlich langsam so weit hochkommen, dass wir wirklich sehr viele Unix finden. Aber scheinbar findet man auch auf Level 100 und viele Waves noch nicht genügend Unix, vor allem verschiedene Unix, dass man zwar immer den gleichen Schlag bekommt, aber dann einfach nicht andere Items. Und das ist ein bisschen demotivierend. Das weiß ich gar nicht, jetzt komme ich dann irgendwo in so eine große Halle wieder, gell? Wo die alten Bosse wieder kommen. Genau. Ah, ich dachte, wir haben das weggespielt. Fähigkeitenpunkt und so. Also, ja. Escape-Punkt. Aber ein Level haben wir gleich. So. Und schön alles. Siegen. Ich kann das nicht machen. Also ich bin sehr froh, dass ich das Spiel immer noch so lange spielen kann. Dass mir eigentlich nie so richtig auf den Keks geht, welche Features jetzt nicht so gut sind. Einfach gar nicht so viel zu erzählen gibt. Ich merke jetzt in diesem Part vor allem, was soll ich über das Game überhaupt erzählen noch? Ich habe schon alles erzählt in diesen 45 plus Parts Let's Play. Und auch bei den Gameplay davor habe ich ja schon immer alles erzählt. Du musst es einfach wiederholen, oder? Also, okay, man kann leider nicht drauf gehen auf die Brücke, wenn sie hochfährt. Aber man geht kurz und dann geht man wieder zurück. Okay. Ich bin einfach einer, der immer wieder die Boxen so findet, weil ich sie auch ausprobiere, oder? Einfach nicht wundern, dass bei mir so viele Bugs erscheinen, weil ich sie halt ausprobiere. Ich bin nun mal ein Beta-Tester auf Profi-Niveau. Also was ich könnte einem Spiel helfen, wenn ich wieder Beta-Tester wirklich aktiv mache, ist extremst. Also wenn ich einen deutschen Entwickler habe, der Beta-Test macht, wo ich wirklich auf Deutsch die Sachen wirklich auch gut mitteilen kann den Entwicklern, dann bin ich wieder ein froher Mensch, weil ich ja eben sehr gut Beta-Testen kann und die Entwickler sind dann auch froh, dass sie so viele Bugs finden können. Jetzt momentan ist ja der private Server, also der Rollenspiel-Server von mir in Entwicklung. Plugins brauchen hat noch einige Zeit, aber dann geht er auf, so gut wie möglich auf oder für alle. Und der Programmierer und die zwei anderen Programmierer, wo er noch hat, wo ich nicht kenne, die haben gesagt, ich bin sehr gut bei Lösungen finden und Bug-Testen und so Sachen. Ich werde denen natürlich sehr viel helfen können. Und irgendwann mal wird es wahrscheinlich auch so sein, dass er oder ein anderer Programmierer mir ein Action-Rollenspiel machen kann. Also ein Last Epoch 2.0 oder so. Nein. Ich werde viele Sachen von Last Epoch nicht machen, entwickeln natürlich. Auch wegen Copyright und so. Ich habe andere Sachen, die mir besser gefallen und die möchte ich dann umsetzen und Last Epoch immer noch genießen können, weil sie. Weil Last Epoch einfach diese Feature auch gut macht, die ich nicht ins Spiel, in mein Spiel umsetzen möchte oder so. Also es ist einfach, dass ich lieber ein bisschen mehr Action habe, also so Taktik wie bei Last Epoch. Also wo man halt Gegner ausweichen muss, stellen die und so Sachen. Dafür mehr Story und das hat Last Epoch nicht so. Die Story ist irgendwie nicht so meins. Ich mag es nicht so kompliziertes Zeugs über Götter und Zeitreisen, das mag ich irgendwie nicht. Also Zeitreisen mag ich ja schon, aber nicht so, dass man immer hin und her geht und irgendwie die Auswirkungen spürt und so. Lieber so, dass man vielleicht andere Zeit hat, ein anderes Zeitalter. Das hat ja Ding nicht. Also ein neues Item gefunden, ich schaue es gleich mal an. Safe. Okay, das ist auch wieder irgendwas mit Gold. Welche Spell hat Physical Damage und braucht Gold Damage? Avalanche und so Sachen. Ist das auch physisch? Ich glaube, das ist eher so für solche Builds. Ja, ist auch Bolt. Bolt ist auch noch ein Spell. Der eher für den Ding ist. Den Schamanen.
ja, kann ich jetzt drum nichts schmieden. Wenn ihr wisst, was man da gut machen könnte, draus, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und wie eben gesagt, ich tue halt nicht mich informieren über das Game. Ich möchte das blind zocken, also halt selber ein bisschen Spiel lernen und nicht immer alles nachschauen. Aber Sachen wie zum Beispiel Tipps und so dürft ihr natürlich immer senden. Aber ich will links um die Tipps nicht gespoilert werden oder sonst irgendwas. Weil es halt einfach das Game halt ein bisschen weniger interessant macht dann. All in glory to death. Simply ich habe sowieso jetzt auch im Discord-Forum einmal ein bisschen eine Umfrage gemacht, wo ihr abstimmen könnt, was ich denn so für Rollenspiele noch spielen will, soll. Und ja, da wurde einfach mal ein bisschen direkten Feedback im Livestream gemacht. Und ja, also es ist nicht so beliebt jetzt Rollenspiel. Er ist halt eher bei mir eben die Action-Rollenspiele-Fans. Und auch ein bisschen die Minecraft-GTA-Fans. Aber eben, ich sollte mich eher konzentrieren auf die Action-Rollenspiele. Die sind sehr schwer zum Aufnehmen oder Livestream, weil sie meistens eben den Vollbild-Modus oder den Bildschirm-Modus brauchen, weil sie keinen Fenstermodus machen können. Also sind eher nicht aufgenommen. Diese Blitze sind einfach immer viel zu stark. So weicht ich die mehr aus. Okay, einer ist tot. Und das ist einfach wieder Gift, das Problem. Gut. Machen wir einfach nochmal bis zur Startorientierung. So, ja, die Gegner haben recht viel Leben für die Dots. Also, ich muss die Dots noch verstärken. So, dort an der King. Ich eingefroren. Was ist denn das für eine Frau? Also, es ist Alaric. Julia ist es. Und Julia ist eine Magierin scheinbar oder so. Eine Göttin. Ist auch ein etwas mächtiges. Und dieser eingefroren wird, der wird wahrscheinlich irgendwann mal befreit werden in einem der nächsten Akte, die erscheinen. Und dann müssen wir dann irgendwann mal gegen den kämpfen. Das ist sozusagen wahrscheinlich der Endboss dann. Irgendwann mal später. Okay. Also jetzt haben wir eben noch 7 Minuten. Schauen wir, ob wir dorthin kommen, dann mache ich einfach nochmal ein Part, was ich wollte sowieso heute nochmal ein Part machen. Weil ich 2 kommen heute. Und ja, morgen habe ich nicht so Zeit, dann muss ich morgen halt wieder ein Part hochladen. Oder heute nicht, oder heute noch ein dritter Part aufnehmen. Hey, hallo. Säule? Diese Säule, diese Säulen. Schweine rein! Also diese Säulen gehen gar nicht, weil die Maus ja gar nicht so, also man kann nicht weiterlaufen oder so mit dieser Säule, oder? Man kann nicht laufen, egal wo man hinklickt. Man kann nur, ja, wegen diesen Teilen hier auch noch. Es ist einfach nicht gut, wenn man das davor hat, nicht sieht und dann weglaufen muss und nicht weglaufen kann, wenn die Säule im Weg ist. Ja, nicht allzu weit nach rechts oder links gehen kann. Ist ein bisschen doof, aber gut. Ah, hier haben wir einen Waypoint, ja. Da brauchen wir natürlich auch noch einen Boss. Ja, hier sind ja die Gegner recht nervig mit ihren Fernkampfangriffen. Deshalb muss man ja auch mehr aushalten. Was Magier. So Press Cannon Magier geht halt in Last einfach nie. Kommt manchmal einfach diese Schüsse ab. Naja, nicht so schlimm. Ja. Die Magier wurden auch hingesteckt, also die
Spiegelbilder. Es greifen jetzt weitere Gegner an. Hab ich irgendwie das Gefühl. Das hat nichts mit dem Level zu tun. Ja. Vielleicht einfach, weil die Gegner aggressiver sind zu mir. Sind dann auch die Magier ein bisschen besser. Spiegelbilder. Ja, ja. Und hier ist schön, also so das Lava, das gefällt mir sehr. Das haben die Entwickler sehr gut hingekriegt. Ich mag ja immer sehr besondere Levels. Also ja, Lava sehen und so sind jetzt nichts Besonderes, aber einfach wie sie aussehen, besonders aussehen. Sind jetzt nicht überall Lava sehen, sind eher Wasserfälle und so Sachen, das macht alles ein bisschen, ja, interessanter. Ich liebte ja früher 2002 immer Dungeon Siege, die haben mega gute Levels generiert. Wenn ihr das könnt, unbedingt mal spielen. Das ist ein sehr schönes Spiel, immer noch. Also es ist ein Action-Rollenspiel mit Landschaften, mit mega schönen Landschaften. Für diese Zeit. Und das liebe ich ja. Wenn ich ein Action-Rollenspiel entwickeln möchte, also kann, das Programmierer habe, dann möchte ich die Programmierer auch ein bisschen motivieren, da mega schöne Landschaften zu machen. Braucht halt viel mehr Zeit, natürlich. Aber gut. Das muss doch schön sein. Ein Spiel sollte nicht nur zum Grinden da sein. Also Last Epoch ist ja auch hauptsächlich Grind. Am Endgame, also nach der Kampagne. Ich will irgendwie das auch so schaffen, dass ein Spiel, ein Action-Rollenspiel auch nicht so grinding muss sein muss, sondern das Spiel feature-lastig sein kann. Dass mal irgendwie etwas ein Problem da liegt. Oder dass man halt einfach irgendwie Skills noch irgendwie verstärken muss wieder oder ja, so Sachen wieder, dass man Backtracking machen muss, aber nicht die ganze Zeit Levels, Maps machen. Das will ich gar nicht. Das ist in Last Epoch dann einfach der Fall nach der Kampagne, aber trotzdem macht es mir noch Spaß eben. Aber es ist für mich nicht so das Spielelement. Ich will das eigentlich gar nicht machen. Deshalb habe ich ja Path of Exile auch nie lange gespielt, weil ich auch zu wenig Zeit hatte pro Season, da auch überhaupt mega viel zu grinden. Und ja, eben Last Epoch geht auch ein bisschen den falschen Weg damit. Ja, das ist einfach 44, aber ist zusammen besser. Das ist Fire Aura, also Feuerschaden wie Holy Fire aus Diablo 2 oder so. Interesting. Also wir müssen unbedingt das Glancing Blow auf diesen Ding haben. Aber hier haben wir Glancing Blow, deshalb diesen noch ersetzen. Und hier muss ich einfach schauen, dass ich da dieses wegbekomme oder so. Eigentlich ist es ja besser. Wenn ich die zwei hier rein tun, habe ich 28. Das ist 21. Das ist besser. Und dann habe ich das Glancing Glow weg. Oh je. Ja. Dann machen wir doch das. Machen wir nicht so viel auf Schaden. Machen wir doch das so. Ich weiß es nicht. Manche Sachen sind in diesem Game nicht so klar, was man jetzt genau, was genau besser ist und so Sachen. Das muss man halt einfach lernen. Das kann man ja eigentlich besser lernen, wenn man halt einfach Kollegen hat oder sich das eher Wissen oder Wissen angeeignet hat. Wenn man halt auch nicht so viel nachschaut, was es genau ist. So, jetzt ist leider 30. Ah, das ist jetzt Feueraura und das ist wirklich nur ein Nahkampf. Echt schwach. Okay, schade. Gut. Dann bis zum nächsten Part. Dann gleich noch Level Up. Sehr gut. Tschüss.